Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zum echten Let's Play von Hero of the Kingdom 3. Ich hatte es ja schon mal gespielt, und zwar die Demo. Ich glaube, irgendwie 3, 4 Folgen oder wie so. Und das Spiel ist am 30. August 18 released, war also vor 2 Tagen bei mir, vor ein paar Tagen für euch. Und ja, wir machen ein neues Spiel. Ich habe ein neues Profil. Theoretisch dürfte ich hier gar keinen Spielstand haben. Deswegen klicken wir auf Spielen. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Okay, hat sich das aber schon gemerkt. Errungenschaft erreicht, töte 50 Monster. Finde einen Schatz. Sammelt 300 Pilze, erbeute 100 Eier. Finde 6 Bären. Erlege 20 Kaninchen. Erlerne das Angeln. Erreiche Yellow Willy. Ist, glaube ich, das Dorf gewesen, was in der Demo geendet hatte. Lerne zu kochen. Und das war's nicht. Wir haben das hier irgendwie schon gemacht. Ah, Moment. Okay. Wir machen... Kann ich ein neues Profil machen? So, neu. Machen wir Darky 2. Okay, sind sie wieder raus. Das ist sehr gut. Gut, dann machen wir ein neues Spiel. Ja. Lassen wir uns also nicht hier irritieren von dem, was wir gerade gesehen haben. Oh nein, wieder dieser Albtraum. Seitdem ich meine Eltern verloren habe, träume ich jede Nacht das Gleiche. Ich sehe sie ertrinken und kann ihnen nicht helfen. Es ist inzwischen 10 Jahre her. Aber ich sehe es immer noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Du siehst nicht gut aus, Junge. Du hattest wieder diesen Albtraum, nicht wahr? Onkel Brent bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. In den 10 Jahren, die ich schon bei ihm lebe, hat er einen guten Blick dafür entwickelt. Fusch ans Berg, Junge. Es ist ein wunderschöner Tag. Perfekt zum Jagen. Das Jagen ist die große Leidenschaft meines Onkels. Er war einmal ein weithin bekannter Jäger und Abenteurer, aber nach dem Tod meiner Eltern hat er sich niedergelassen, um sich um mich kümmern zu können. Na los, schnapp dir deinen Bogen und ein paar Pfeile. Ich habe eine Aufgabe für dich. Dann nehmen wir das Zeug gleich mal mit. Ich nahm eine Jagdausrüstung, einen Bogen, 20 Pfeile und einen Kurz- oder ein Lang... Was ist das? Ein Langschwert? Ein Schwert. Onkel Brent hat mir viel über das Jagen wilder Tiere beigebracht. Ich glaube, irgendwann einmal kann ich ein so guter Jäger werden wie er. Du wirst heute versuchen, ein paar Kaninchen zu erlegen. Es ist gar nicht so schwer. Onkel Brent schickte mich auf die Kaninchenjagd, um unsere Vorräte an Fellen und Fleisch aufzufüllen. Ah, 2 Fleisch und 3 Felle brauche ich. Dann schauen wir noch mal, was wir zuerst jagen können. Ich brauche einmal den erstens, ein Level in Bogenschießen. Ich habe Level 5 anscheinend. Einen Bogen brauche ich, 3 Pfeile und 3 Ausdauer. Und zack, zack, zack. Ich habe das Kaninchen erlegt. Ich kann jetzt besser mit dem Pfeil und Bogen umgehen. Eine Stufe höher. Ich kann hier gleich mal die kleinen Secrets mitnehmen. 3, ihr seht, das ist ein Wimmelbild-Game, kennen wir ja hoffentlich. Oder kennt ihr hoffentlich noch vielleicht von dem anderen, falls ihr das angeschaut habt. Ja. Klack, klack, klack. Und noch einmal ein Kaninchen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Die Jagd war ziemlich anstrengend. Ich sollte ein Lager aufschlagen und mich ausruhen, bevor ich weitermache. Ich schlug ein Lager auf, genau wie Onkel Brent es mir beigebracht hatte. Hier kann ich mich gefahrlos ausruhen und neue Kräfte sammeln. Oh, ich brauche leckere Mahlzeiten, geben mir neue Kraft. 10 Mahlzeiten brauche ich dann anscheinend für. Oder 10 Essen, ja, damit ich halt Energie bekomme. Während ich am Feuer saß, gingen mir ein paar der Heldengeschichten meines Onkels durch den Kopf. Die über den Piratenkapitän gefiel mir am besten. Aber auch die über den Jungen, der das Königreich vor dem dunklen Lord gerettet hatte, war nicht übel. Onkel Brent ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Manchmal habe ich das Gefühl, dass all diese Geschichten wirklich wahr sind. Ich wünschte, ich könnte selbst so ein Abenteuer erleben. Ich aß und machte ein kleines Nickerchen. Jetzt bin ich wieder bei Kräften und kann meine Aufgabe beenden. Oh, 10 Energie haben wir bekommen. Das ist halt das Geile in dem dritten Teil. Genau, ich kann jederzeit ein Lager aufschlagen, um neue Kraft zu schöpfen, dass wir halt wirklich jederzeit halt ein Lager aufschlagen können, wo es bei dem anderen halt immer nur bestimmte Plätze gab, wo man sich ausruhen konnte. Ich denke, das sollten genug Kaninchen sein. Ich habe das Fleisch und die Felle in meinem Rucksack verstaut. Oh, hier haben wir unser Meta. Ja, haben wir einen Ruf. Einen Ruhm, genau, 9 Ausdauer haben wir noch, 100 Gold, Level 6 in Bogenschießen, Level 3 in Schwertkampf, 3 Eier, 3 essbare Pilze, was haben wir unten noch? 3 giftige Pilze, okay. Onkel Brand, okay, haben wir schon. Ich brachte die Beute zu meinem Onkel.
Ausgezeichnet, Junge. Das hast du toll gemacht. Einen Ruhm. Du kannst das Fleisch, das wir nicht selbst benötigen, dem Wirt des Gasthauses verkaufen. Was ist ein Gasthaus? Hier haben wir noch Eier. Na, erstmal gucken, was wir so schönes Neues finden. Hier haben wir noch eine Kiste. Gibt es noch ein bisschen mit Zeug. Hier haben wir noch Pilzchen. Da haben wir noch blaue Pilze. Und das hier hinten ist, glaube ich, nichts zum Sammeln. Das ist, können wir später was machen, hier, wo mein Mauszeiger ist. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts mehr. Willkommen, Junge. Hast du etwas zu verkaufen? Der Wirt möchte mir das Fleisch abkaufen. Ich habe ein Fleisch und bekomme dafür 10 Gold. Na dann, her damit. Frisches Kaninchenfleisch gefällt mir. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich kaufe dir gern Zutaten für meine Gerichte ab. Oh, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zwei neue Quests anzunehmen. Hier nach unten lang zu laufen. Hier ist die Hauptquest, wie ihr seht. Da, wo immer die Bubbles gelb umrandet sind, ist die Hauptquest. Das heißt, hier können wir gleich mal weitergehen. Gucken wir aber erst einmal hier. Schau, Junge, ich habe neue Pfeile angefertigt. Hier, nimm sie ruhig. Onkel Brent hat neue Pfeile für mich hergestellt. 10 Stück. Danke, danke. Also können wir mal ab und zu wieder hingehen. Das ist schon eine Weile her, seitdem ich die Demo gespielt habe. Die kenne ich auch nicht mehr ganz so. Ist wirklich schon eine ganze Weile her. Bin natürlich aber noch gespannter darauf, wenn es dann weitergeht, wo die Demo geendet hat. Aber ich weiß halt echt kaum noch was von dem Game. Eine Kellnerin. Die Kellnerin hat Angst, in den Kellern unter dem Gasthaus zu gehen. Ratten haben sich dort breit gemacht. Oh, eine große Ratte brauche ich. Einen sechsten Schwertkampf, einen Heiltrank brauche ich dafür. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ich kann etwas für Gold kaufen. Ne? Zum Beispiel den Heiltrank hier. Und hier kann ich Krams verkaufen, Eier, Pilze und so weiter. Für Gold. Ah, hier, jetzt runter. Ein Schwert für Ausdauer und eine Waffenfähigkeit brauchte ich. Zack. Und jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Und auch Waffenkampf brauche ich 4, okay. Kann man was ich mitnehmen kann? Nö. Okay, der Kampf war also relativ unsinnig gewesen. Ja. Dann schauen wir erstmal hier lang. Ach ja, das war ja auch was gewesen, was mich irgendwie gestört hatte, dass hier alle Monster... Ich weiß nicht, ob mittlerweile auch noch alle Monster respawnen. Das war zumindest im Dings so gewesen, in der Demo. Dass wirklich alle Monster respawnen und man quasi niemals alles klären konnte und alles sich auch die ganzen Items hier respawnen. Das fand ich eigentlich so geil. Aber hier geht es auch nicht wirklich weiter für uns, ne? Ich bräuchte ein bisschen Essen. 25? Okay. Gönnen wir uns erstmal ein Nickerchen. Elf. Und elf. Eine Axt. Ich glaube, hier konnte man irgendwas später noch machen, ne? Ich habe schon alles vergessen. Ja, Kaninchen, mal ein bisschen Fleisch beschaffen. Und Fell, okay. Ich kann jetzt besser mit Pfeil und Bogen umgehen, yay. Und Erfahrung im Schwertkampf gesammelt, sehr gut. Okay, ich glaube, ich gehe noch nicht weiter. Machen wir später. Dann gehen wir doch erstmal die Hauptquest lang. Und suchen natürlich erstmal wieder nach Items, um uns Geld zu beschaffen. Später mal irgendwo eine Sichel. Oh. Nice. Damit können wir hier dann später die ganzen Beete abernten, die hier sind. Na? Die blauen zum Beispiel. Ansonsten sehe ich hier nichts mehr, was ich mitnehmen könnte. Dann fangen wir doch mal hier an. Giselle kocht wieder irgendetwas Köstliches. Das rieche ich schon von hier. Willkommen. Möchtest du etwas von meiner Pilzsuppe abhaben? Sie schmeckt köstlich. Wer könnte schon Essen von Giselle ablehnen? Ich jedenfalls nicht. Ich bekam eine große Schüssel Pilzsuppe und fühlte mich gleich besser. Kannst du mir im Gegenzug einen Gefallen tun? Giselle möchte, dass ich hier ein Dutzend essbare Pilze bringe. Das sollte kein Problem sein. Schließlich wachsen die Pilze überall in den Wäldern der Umgebung. Ich muss nur die Augen offen halten. Na, schon fertig. Großartig, du bist wirklich clever. Giselle bot mir zur Belohnung eine leckere Mahlzeit an und 2 Ruhm. Also sie hat natürlich noch eine weitere Quest. Willkommen zurück. Möchtest du etwas lernen? Giselle möchte mir beibringen, wie man kocht. Die Vorstellung, jederzeit selbst einen leckeren Pilzeintopf machen zu können, ist verlockend.
Ich benötige einen Kessel, um kochen zu können. Giselle würde mir einen verkaufen. Für 50 Gold einen Kessel. Mal gucken. Lass uns anfangen. Achte genau darauf, was ich mache. Gut, die Suppe ist fertig. Ich habe die Grundlage des Kochens gelernt. Von nun an kann ich selbst Mahlzeiten in meinem Lager zubereiten. Lerne zu kochen. Yay, Jungschaft freigeschaltet. Sehr gut. Und hier könnte ich quasi Zeug kaufen, was ich dann halt bräuchte. Eine Pfanne gibt es auch noch. Okay, gleich alles in einem Rutsch abgeschlossen. Hauptquest ist hier hinten wahrscheinlich. Okay, gucken wir erstmal hier. Giselles Tochter hat sich ein neues Spiel ausgedacht. Sie fängt einen blauen Schmetterling. Sie bittet, mich mitzuspielen. Da haben wir einen überall hier kleine blaue Schmetterlinge, ja, die gerade aufgetaucht sind. Müssen wir ein scharfes Auge dafür haben. Aber die sind nicht alle hier, ne? Hier ist noch einer. Da oben ist einer. Da hinten haben wir noch einen. Und hier können wir tauschen. Am Brunnen kann ich Wasser holen. Für eine Ausdauer bekomme ich Wasser. Zwei Eimer Wasser, sehr nice. Haben wir hier noch ein paar Schmetterlingchen? Ich sehe keinen hier. Da wird er vielleicht auf der nächsten Ebene noch sein. Bediensteter. Der Bedienstete des Bürgermeisters soll Holz aus dem Wald hinter dem Gasthaus holen. Er ist aber zu beschäftigt und benötigt Hilfe bei dieser Aufgabe. Hier? Oder woanders? Anscheinend nicht hier. Dann gucken wir erstmal hier. Das Wetter ist so schön heute. Okay. Das war's. Der Bäuerin braucht Eier. Okay. Da ihre Hennen in den vergangenen Tagen keine gelegt haben. Als Jäger sollte es mir keine Probleme bereiten, ein paar Eier in der Umgebung zu finden. 10 Eier geben wir gleich ab. Kriegen 20 Gold dafür und einen Ruhm. Sehr schön. Und hier können wir kaufen. Brauche ich aber noch nicht. Ah, hier. Oh, das ist nicht gut. Wer könnte... Irgendetwas beunruhigt den Bürgermeister offensichtlich. Er sucht nach jemandem Vertrauenswürdigem für eine besondere Aufgabe. Okay, ich brauche 15 Ruhm erstmal, bevor ich hier weitermachen kann. Also ich muss ein bisschen questen, bevor wir weitermachen können. No problem. Oh, nice. Meine Bogenfähigkeit steigt und steigt. Na, seht ihr, wird immer ein bisschen, alles ein bisschen, immer ein bisschen breiter, umfangreicher und so. Dann gehen wir hier unten lang, ist in Ordnung. Hier müssen auch immer noch Schmetterlinge sein, da sehe ich zum Beispiel einen. Dann werden wir natürlich erstmal das gesamte Ding hier abklappern. Nach Items, im Wasser sich noch eine Muschel. Ach, ich liebe dieses Suchen, es macht so Spaß. Ein scharfes Auge haben. Eine Perle. Na, aber Fische, die müssen wir später angeln wahrscheinlich. Hier noch ein Schmetterling. Aber eine braune Pilze, links ist noch ein kleines Fass. So, und ich glaube, mehr ist hier auf der Map nicht. Wie viele Schmetterlinge habe ich? 11. Irgendwo muss noch einer sein. Checken wir mal ein bisschen ab. Ah, die kann ich natürlich überall verstecken, die kleinen Mistviecher. Ganz raffiniert, das hat er wieder. Das Wetter ist so schön heute. Okay, mehr redet er nicht. Aktuell zumindest. Ich glaube, in der Demo habe ich den Schmetterling einfacher gefunden. Also hier ist er definitiv nicht. Felle und Edelsteine, ich kaufe alles. Ein fahrender Händler. Ein reisender Händler. Seid gegrüßt, Jäger. Ihr habt doch sicher Felle und andere Trophäen zu verkaufen, oder? Der Händler kommt aus dem fernen Westen, aus dem Königreich am Meer. Er kauft Felle und andere wertvolle Sachen. Eine Perle für 100 Gold, na dann bitte. Ein gutes Geschäft. Diese Wagen gehen direkt zum Hofe des Königs. Aber ich möchte auch den Schmetterling finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Ein kleiner Schmetterling. Da ist er. Wunderbar.
Schmetterlinge zu fangen war lustig, aber ich würde mich lieber etwas Nützlicherem. In Ordnung, da brauchen wir trotzdem erstmal weiterhin Ruhm. Aber meine Freunde, ich würde sagen, erstmal machen wir kurz eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hero of the Kingdom 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.